Herzlich willkommen zu diesem Video Sonja ganz privat, einer kleinen Home Story. Heute in meinem Wohnzimmer, das mittlerweile ziemlich leer ist, denn es geht in diesem Video unter anderem um meinen Umzug, in dem ich jetzt gerade mittendrin stecke. Es geht um Neuerungen in meinem YouTube-Kanal. Es geht um alles, was mich so in den letzten 2 Monaten, seit ich das letzte ganz Privatvideo aufgenommen habe, bewegt hat, meine Ideen für die Zukunft. Und ich lade dich ein, mit mir ein Glas Tee, Wasser, Kaffee zu trinken und einfach mal mit mir ein bisschen so durch mein privates Leben zu reisen. Ich liebe diese Videos, denn mein ganzes Sein ist auf persönlichen Kontakt ausgelegt. Ich beantworte jeden Morgen 1 bis 2 Stunden eure Kommentare bei YouTube, Facebook, Instagram. Mein Telegram-Kanal ist nicht für Kommentare freigeschaltet, denn irgendwann darf ich dann auch mal arbeiten. Und ich mache so viele ehrenamtliche Sachen, dass ich da immer gut im Balance bleiben darf. Doch genau das ist es eben. Ich zeige mich privat, ich zeige mich mit meinen persönlichen Geschichten, meinen Erfahrungen. Und das ist es auch, das sehe ich ja eben an den Menschen, die eben kommentieren, die gerade diese speziellen Home-Stories anschauen, dass euch das interessiert. Das sind auch die Gartenrundgänge, die ich mache. Da hatte ich gerade vor 10 Tagen einen neuen Gartenrundgang freigeschaltet. Das ist der letzte Gartenrundgang in diesem Haus, in dem ich jetzt noch bin für die nächsten 8 Tage. Und ja, es ist wieder mal so ein wehmütiger Moment, ein auch etwas müder Moment, denn es ist so viel passiert wieder in meinem Leben. Na gut, also wann passiert mal nichts in meinem Leben? Das wäre ja auch für mich sehr langweilig, wenn mal nichts passiert. Aber es ist natürlich auch ein Loslassprozess neben dem ganz, ganz vielen Neuen, das in meinem Leben ist. Ich bin über 30 Mal umgezogen und zu guter Recht fragen die Menschen immer wieder, warum ziehst du denn jetzt schon wieder um? Das ist doch so schön, wo du gerade bist. Es hat immer Gründe. Im Moment sind die Gründe, um es ganz einfach zu benennen, dass dieses Haus, nachdem ich gerade 9 Monate hier gelebt habe, schon wieder verkauft werden sollte. Und ich musste ganz, ganz schnell natürlich dann nach etwas Neuem suchen. Ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht ahnen, dass noch kein einziger Interessent seitdem hier aufgetaucht ist für dieses Haus. Warum auch immer. Es hat mir die Zeit gegeben, etwas zu finden, das, ja, wenn man das so sagen kann, noch besser zu mir passt. Denn viele, die mich so intensiv begleiten, die sich eben auch meine Sonja ganz privat Videos anschauen, die auch ein bisschen in den Social Medias immer hören, was gerade so los ist in meinem Leben. Die wissen ja, hier auf dem Grundstück in der Mitte von Mallorca, auf dem ich gerade bin, konnte ich vieles von dem, was ich mir total gewünscht habe, einfach nicht umsetzen. Hier in diesem Tal zwischen Montuiri und Poreres gibt es, das war mir als ich hier einzog, einfach nicht bewusst. Das wurde auch erst in den ersten Monaten dann klar. Es gibt hier unglaublich viele wilde Hühner. Und es klingt jetzt erstmal, wow, toll, super schön, viel Natur. Ja, auf jeden Fall. Ich bin hier wirklich mitten auf dem Land zwischen vielen Nutzfeldern, die hier von den Bauern bewirtschaftet werden. Ich wohne hier sehr ruhig, sehr abgeschieden, auch wenn die Autobahn in der Nähe ist. So fühlt es sich doch wirklich an nach Landleben. Nur haben wilde Hühner die Angewohnheit, weil sie nicht gefüttert werden, alles zu fressen, was ihnen unter die Schnäbel kommt. Und das bedeutet, sie haben meine Pflanzen ziemlich dezimiert. Ich habe es dann irgendwann geschafft, das habe ich in den Gartenrundgängen dann immer erklärt, wie ich die Hühner hier in Schach gehalten habe. Aber wenn hier jeden Tag 10 bis 20 Hühner so 3, 4 Runden über mein Gelände drehen und immer wieder in meine Töpfe hüpfen, um alles wegzupicken,
dann ist das schon ganz schön anstrengend, geschweige denn Permakultur zu machen, wenn man eben etwas Neues in die Erde pflanzen will und das nach 2 Stunden wieder rausgebuddelt ist. Das ist dann nicht wirklich ein Vergnügen, wenn man wie ich als Selbstversorgerin leben möchte. Also das ist einer der vielen Gründe. Ein anderer Grund ist, dass eben hier dieses Haus, in dem ich leben darf, sehr alt ist und sehr schlecht isoliert ist. Die Elektrik ist hier unter aller Kanone. In den fast drei Jahren, in denen ich hier bin, ist so viel ständig kaputt gegangen, inklusive eines Feuers im August, das hier ein Großteil der Außenelektronik verbrannt hat, sodass ich hier kein Wasser mehr bekam, dass viele Sachen einfach sehr provisorisch hier vernetzt wurden, so typisch eben, wir machen das mal ganz billig, denn wir wollen das Haus ja eh verkaufen. Und wir haben jetzt April 2024, der 14. April, im Anfang August ist eben dieser Brand gewesen und ich bin froh, dass ich ihn löschen konnte, sonst wäre mir nämlich der Öltank wahrscheinlich irgendwann auch noch um die Ohren geflogen. Es war recht dramatisch. Und bis jetzt, also bis vor einer Woche, ist es nicht repariert worden. Und jetzt ist es zwar repariert worden, aber schon wieder so schlecht, dass eben viele andere Dinge wieder passiert sind. Nur mal so, um ein bisschen zu erzählen, was hier auch das Leben auf Mallorca beinhaltet, nämlich, dass hier die wenigsten Häuser nach mitteleuropäischem Standard gebaut sind, wie man das in Deutschland, Österreich und in der Schweiz gewohnt ist. Das bedeutet, dass es hier zwar wirklich auf diesem Grundstück sehr, sehr schön angelegt ist, ein wunderschöner Garten. Und ich habe auch ein paar Obstbäume und das weiß ich so zu schätzen und so zu würdigen. Doch letztendlich gibt es ja so gewisse Dinge, die in der Basis funktionieren müssen. Und das ist hier eben doch recht schwierig. Somit ja, habe ich jetzt ein Haus gefunden, in dem ich dann hoffentlich auch länger sein darf. Das wünsche ich mir bei jedem Umzug. Mein Gefühl dazu ist, dass ich bin über 30 Mal umgezogen. Es macht mir keine Freude, umzuziehen. Also ich mache das jetzt nicht so, wow, ich bin jetzt schon 3 Jahre da, ich muss mal wieder umziehen, sondern es sind immer Gegebenheiten, die eben mein Wohlgefühl beeinträchtigen. Die Wohnung, die ich hier zuerst auf Mallorca hatte, das war eigentlich eine Zwischenlösung, weil ich mich von meinem Mann getrennt hatte, weil ich auf Ibiza, wo wir gelebt hatten, einfach nichts gefunden habe. Die Preise waren so irre auf Ibiza mit den Mieten, dass ich mir das nicht leisten konnte und wollte. Also um es mal ganz klar zu sagen, für all diejenigen, die denken, ich bin hier so super reich, weil ich auf Mallorca lebe. Nein, ich bin absolut reich im Herzen und ich verdiene auch so viel Geld, dass ich meinen Lebensunterhalt sehr entspannt genießen kann. Aber ich habe nichts auf der hohen Kante und ich habe auch kein Geld mehr, ein Haus zu kaufen, geschweige denn ein teures Haus zu mieten. Ja, und auch hier auf Mallorca sind die Preise knackig. Jetzt versuchen sie gerade hier auf Mallorca so ein Domizil für Superreiche zu machen. Das heißt, die Lebenshaltungskosten schießen massiv in die Höhe. Also nicht nur in Mitteleuropa, sondern auch hier in Spanien und gerade hier auf Mallorca. Jetzt hat mich der liebe Gott aber hier hingesetzt, aus gutem Grund. Es war eine Ausweichmöglichkeit vor, ja, 8 Jahren. Ich bin jetzt schon 7 Jahre. 7 Jahre auf der Insel, 2017 bin ich hier angekommen und wirklich auf den Tag genau, morgen, 15. April 2017 bin ich hier angekommen, also jetzt wirklich 7 Jahre hier auf der Insel und ich habe sie extrem lieben gelernt. Sie ist wunderschön, sie hat eine große, große Naturvielfalt. Sie hat wunderschöne Orte, wo man sein kann und ich bin ein Naturkind, ich brauche keine Stadt. Ich brauche noch nicht mal ein Dorf, ich muss irgendwo auf dem Land sein. Und jetzt ziehe ich eben in ein anderes Haus, dass ich mieten darf und darf da tatsächlich einen großen Gemüsegarten haben, der so ganz klassisch mitteleuropäisch eingezäunt ist, wegen der vielen Kaninchen hier auf der Insel. Es gibt keine wilden Hühner weit und breit, danke, danke, danke. Es gibt auch wieder einen eigenen Brunnen, es gibt
viel Raum auch, um dort malen zu können, auch Seminare geben zu können, wenn auch kleine, feine Seminare für eine kleine Gruppe. Für die größeren Gruppen orientiere ich mich jetzt gerade schon nach einem neuen Seminarhaus, wo ich dann auch größere Seminare und Vorträge machen kann. Das ist gerade alles so hinter den Kulissen in Arbeit. Ja, und ich darf wirklich dieses Jahr neben den Umzugsorganisationen im Hintergrund auch so viel feiern. Und deshalb gibt es natürlich auch wieder eine Verlosung. Und da werde ich euch am Ende des Videos dann einiges erzählen, was ich gerne verlosen möchte und was ihr dafür tun könnt. Ja, es ist privat insofern sehr, sehr schön, weil es meinem Vater wieder gut geht, nachdem im letzten Jahr meine Mutter und auch sein Bruder, mein Patenonkel, gestorben sind. Innerhalb von 3 Monaten haben wir ja sehr, sehr viel erlebt letztes Jahr. Dazu hatte ich ja viele Videos gemacht, zu Trauer und Sterbebegleitung und so weiter. Ich verlinke unten einfach mal ein paar Videos, über die ich jetzt hier spreche. Die könnt ihr dann in der Videobeschreibung nachschauen, und falls euch das Thema interessiert. Ja, und es ist natürlich für mich ein riesengroßes Glück, dass es meinem Vater gesundheitlich, aber auch mental wieder besser geht. Natürlich, Trauerzeit braucht seine Zeit. Das geht mir ganz genauso mit diesen beiden sehr geliebten Menschen. Und es ist dann natürlich auch für mich als Tochter schön, wenn es meiner direkten Bezugsperson in meiner Familie, meinem Vater, den ich sehr liebe, auch wieder besser geht. Also das ist so ein tolles Gefühl. Ja, dann hatte ich ja unter anderem immer mal wieder erzählt, dass ich mich in den letzten 20 Jahren wirklich sehr gesund gemacht habe, auch mit Hilfe anderer Menschen, und dass immer nur noch so ein ganz kleines bisschen übrig blieb von den vielen, vielen Krankheiten, die ich früher hatte. Das ist unter anderem, nein, es ist eigentlich nur noch, was allein schon ein Wunder ist, die Allergie in meinem Frühjahr, so der klassische Heuschnupfen. Und dieses Jahr war für mich allein schon deshalb ein Wunderjahr bis hierher. Zwar habe ich es noch gespürt, es begann wie immer Ende Januar, weil ich so auf Frühblüher reagiere. Und es gibt jetzt hier auf Mallorca nicht die klassischen Frühblüher wie in Mitteleuropa, also Deutschland etc., wo ich ursprünglich herkomme. Aber es sind natürlich auch hier ganz viele Pflanzen schon im Dezember in der Blüte. Dann geht es im Januar richtig los mit der Mandelblüte. Und es gibt hier, ich glaube, mindestens 1, wenn nicht 2 Millionen Mandelbäume. Und wenn die hier blühen, plus das, was dann im Winter, wenn eben mehr Regen auf der Insel ist, noch an Blumen hochschießt aus dem Boden, wie Ringelblumen, Chrysanthemen. Das ist ja dann hier wirklich ab Januar ein Farbenmeer auf der Insel. Es ist grün, es blüht sehr viel, und dann fängt es bei mir an. Und dieses Jahr war das erste Jahr, wo ich keine Tabletten nehmen musste, wo ich wirklich mit ganz wenigen sanften Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Kindernasenspray und Meersalznasenspray, super zurechtkam. Und das habe ich vielen tollen Dingen zu verdanken. Ich hatte mit Anaibia, meiner lieben Freundin und Kollegin, mit der ich ja unter anderem die Monatsvorschau mache und mittlerweile auch diese Serie Aktiviere deine Heilkräfte. Wir haben unter anderem neben schon 6 anderen Videos mit tollen Themen auch ein Allergievideo gemacht. Eben, sie war als Kind und Jugendliche hochallergisch auf viele Dinge, ich auch. Wir haben so unsere ganzen Erfahrungen in ein Video gepackt. Und ich werde vielleicht nochmal eine Ergänzung machen, weil ich eben zu dem Zeitpunkt, als wir das Video aufgenommen haben, schon mega glücklich war. Aber danach ging es quasi nochmal schlagartig besser, weil ich verschiedene Sachen verwendet habe, die ich bis dahin eben noch nicht kannte. Und es war so genial. Also wenn euch das interessiert, ihr könnt immer sehr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Videowünsche habt, ihr seid meine Community. Ich mache das alles für euch, nicht um mich selbst zu bespaßen oder selbst zu beweihräuchern, sondern einfach um euch eine Freude zu machen, um euch glücklicher zu machen, stabiler zu machen, kraftvoller zu machen. Also ihr seid immer willkommen. Wenn ein Videothema gut zu mir passt, zu meinen Erfahrungen, also wenn ich da wirklich was zu erzählen habe oder einen Experten, eine Expertin kenne, dann mache ich das total gerne. Ja, und dann eben
Es ist ein Video, in dem ich auch feiern möchte, was jetzt in den letzten 2 Monaten passiert ist. Und da sind wir bei den YouTube-Videos. Ihr habt es mitbekommen. Ich durfte voller Freude und Begeisterung Dieter Bröers in meinen Kanal einladen, Anfang Februar. Es hat alle Grenzen meines Kanals wirklich gesprengt. Ich habe innerhalb kürzester Zeit so viel mehr Abonnenten bekommen, einfach weil diese Energie mit Dieter, das passt so gut. Er hat seine Erfahrungen wissenschaftlich, die er uns zur Verfügung stellt, ist aber in der Basis ein zutiefst spiritueller Mensch, was natürlich dann auch wunderbar passt. Ich bin nach außen, gerade in der Öffentlichkeit, als spiritueller Mensch, bin aber von Natur aus auch eine extrem neugierige Frau, die immer alles erkennen will und wissenschaftlich fundiert auch weitergeben möchte, soweit es mir möglich ist als Nichtwissenschaftlerin. Ich bin sozusagen eine Naturwissenschaftlerin, also ich bin ein Informationsschwamm und das passt einfach super toll. Also das erste Video mit ihm hat, ich glaube, mittlerweile 130.000 Views und das macht mich irre glücklich, wie viel Menschen wir zusammen erreichen. Seitdem haben wir schon 4 weitere Videos gemacht zum Thema Zirbeldrüse und Sonnenpolsprung und jetzt in der letzten Woche die Sonnenfinsternis, die ja wirklich energetisch richtig aufgewirbelt hat, was hier so auf der Erde los ist. Ja, und dazu quasi eine Woche später, das kam alles zusammen, dann Paul Schlie, der Wetteradler, mit dem ich über künstliches Wetter, Elektrosmog und viele eben Phänomene gesprochen habe, die Menschen auf der Erde hier erzeugen und von dem vieles auch ziemlicher Unsinn ist, der unsere Erde eher kaputt macht statt stärkt. Und auch da ganz, ganz viele Interessenten, die eben jetzt meine wissenschaftliche Seite, die jetzt ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt, zu schätzen wissen. Und ihr dürft mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr euch damit fühlt, dass ich jetzt eben nicht nur spirituelle Themen mache, die ich immer machen werde, also Gesundheit, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung mit Freude, dass ich da eben auch mal so ein paar Felder öffne. Ich hatte mit Paul Schlie jetzt auch über den Sandsturm, die Sandwinde gesprochen. Und wir haben ein Chemtrail-Video aufgenommen, das ich jetzt in den nächsten Tagen öffentlich machen werde. Und noch viele andere Themen, die uns interessieren, die wir noch mit euch teilen möchten. Und auch Paul Schlie ist ein in der Basis spiritueller Mensch. Und das, auch das passt wirklich wieder sehr, sehr gut. Ja, also ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, ob euch das überhaupt interessiert, wobei ich an den Zahlen sehe, dass es euch interessiert, aber ich bin immer offen für Impulse von euch. Was natürlich dann mit den vielen neuen Abonnenten einhergeht, ist, dass eben Menschen in meinen Kanal hüpfen, die nicht spirituell sind, die sich eben für die wissenschaftliche Seite von Dieter Bröers und Paul Schlie interessieren und die dann unschöne Kommentare schreiben. Und da nehme ich das Zitat meiner Freundin Sonja Selinski gerne immer wieder heran und sage, löschen, blocken, weiter rocken, denn wer mich beleidigt, der fliegt halt raus. Muss nicht sein. Ich bin immer offen für konstruktive Kritik. Ich entwickle mich sehr, sehr gerne weiter. Aber ich muss mich nicht beleidigen lassen auf meinem eigenen Kanal. Ja, also wenn ihr da Ideen habt, wen ich vielleicht auch noch einladen könnte in meinen Kanal. Ich habe da so ein paar Ideen, unter anderem Patrick Strohbach vom Kanal Roh Vegan am Limit, dessen Gesundheitsvideos ich wirklich inhaliere. Ich finde die so interessant und er hat mir schon wirklich sehr, sehr intensiv geholfen. Ich hatte Silke Schäfer angefragt, weil ich sie sehr wertschätze für ihre fantastischen Videos und ich hatte die Ehre, 2013 mit ihr auch mal wahrscheinlich eines der letzten Beratungsgespräche führen zu dürfen. Sie hat mich unterstützt nach meinem Burnout. Aber sie ist ausgebucht, was ich verstehen kann, bei so vielen Abonnenten und einer so riesigen Community. Also wenn ihr da Ideen habt, wen ich noch interviewen kann, immer her damit. Ja, und dann sitze ich aus gutem Grunde vor meiner kleinen Galerie meiner aktuellen Drachenbilder. Es gibt noch viel mehr Drachenbilder, die tatsächlich auch schon
für Menschen entstanden sind, denn ich male seit Anfang des Jahres ja auch persönliche Drachenbilder und das ist meine allergrößte Freude im Moment. Es gibt Menschen, die fragen, ja, warum malst du keine Engelbilder mehr? Dann sage ich oder schreibe gerne, ich habe gefühlt 4000 Engelbilder gemalt, viele davon in meiner Galerie, die meisten persönlich auf Messen oder eben auf Anfrage. Und ja, ich möchte mich immer, immer weiterentwickeln. Und wenn ein Impuls kommt, und ich wusste schon im letzten Jahr, es kommt wieder irgendwas ganz, ganz Neues in mein Feld, jetzt ist es da und ich schwelge in der Drachenenergie. Ihr habt sogar mit mir zusammen mal meine Skizzenmappe durchgeschaut und dann hatte ich bei Facebook und auch bei Instagram gesagt, ihr könnt entscheiden, welche von diesen Skizzen ich als nächstes male. Und das mache ich vielleicht auch wieder, wenn ich umgezogen bin. Viele davon, ja, die sind hier tatsächlich jetzt schon fertig. Vielleicht erkennt ihr sie wieder von den Skizzen. Und ich habe auch ein riesiges Drachenbild gerade in Arbeit. Diejenigen, die mich eben in den Social Medias begleiten, die sehen ja immer, was da so auf meinem Maltisch liegt oder in meinem Atelier ist. Jetzt habe ich noch ein paar persönliche Aufträge zu vollenden, bevor ich dann wirklich umziehe. Ich male auch wieder persönliche Pullover, falls euch das interessiert. Ja, und es ist für mich eine riesengroße Ehre, für Menschen wirklich Energie zu channeln und sie dann in eine Bildform zu packen. Ob das dann auf Stoff ist von diesen meinen geliebten Ibiza-Pullovern, die ich von einer befreundeten Familie immer geschickt bekomme, die von Hand genäht werden, oder ob das eben auf Leinwand oder Papier ist. Es ist, seit ich mich selbstständig gemacht habe, mit meiner spirituellen Seite wirklich die Basis für mein Sein. Ja, also ich habe am Anfang eben erstmal nur persönliche Schutzengelbilder gemalt, später kamen Meisteressenzbilder dazu, Potenzialbilder, dann habe ich die persönlichen Einhornbilder dazu genommen, persönliche Füllebilder und das ist wirklich so, so genial. Ich bekomme dann von den Menschen ihr Geburtsdatum und ein Foto, wenn sie wollen und dann schwinge ich mich auf die Menschen ein, verbinde mich mit der Seele und es fließt Energie. Oh, es ist einfach das Allerschönste für mich, eben kreativ zu sein und dann noch für Menschen glücklich zu machen. Was gibt es Schöneres, als mit dem, wofür wir hier auf der Erde sind, den Lebensunterhalt zu verdienen? Das ist ja für mich ein Wunder, weil ich niemals gedacht hätte, weil mir alle immer gesagt haben, damit wirst du niemals Geld verdienen, dass das tatsächlich möglich ist. Also danke an alle, die jetzt schon ein persönliches Bild haben. Vielleicht habt ihr ja Lust, mal in die Kommentare zu schreiben, wie es euch mit diesen Bildern geht. Also ich bekomme natürlich nicht immer, aber oft Feedbacks per E-Mail und so, aber es ist immer so schön, manche schreiben das dann bei Facebook rein und schicken sogar Fotos, das geht jetzt bei YouTube nicht. Aber das geht natürlich eben in den anderen Social Medias, eben hauptsächlich bei Facebook. Und das ist mal so schön dann zu sehen, wo die Menschen ihre persönlichen Drachenbilder oder Engelbilder oder Füllebilder hinhängen oder stellen. Da geht mir so das Herz auf. Und das motiviert mich natürlich auch weiterzumachen mit allem. Ob jetzt mit diesen Videos oder eben mit den persönlichen Bildern. Also freue ich mich total drauf, wenn ihr da Lust zu habt. Ich habe hier eine große Liste an Sachen, auf die ich immer mal wieder zwischendurch spinkse. Dann habe ich auch wieder Events geplant. Ihr habt es gemerkt, seit Corona mache ich nicht mehr so viele Events außerhalb meines Zuhauses, denn ich habe die Welt wirklich intensiv bereist, vor allen Dingen Mitteleuropa. Dann bin ich auf die ersten Touren gegangen, 2002 oder 2003. Damals gab es noch nicht das Internet in der Form, wie wir es jetzt kennen. Und dann war es wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda, dass ich überall hingerufen wurde. Deutschland, Schweiz, Österreich. Ich bin kreuz und quer mit dem Auto gefahren, immer vollgepackt mit Bildern und all den Dingen, die ich bis dahin eben schon erschaffen durfte. Und habe wirklich in vielen Seminarhäusern, teilweise auch bei Privatmenschen mit einem großen Freundeskreis, in deren Wohnzimmern gesessen und Engelabende gemacht und Glücksseminare, Vorträge über Gesundheitsthemen und so weiter. Also alles, was mich bewegt und mit dem ich schon sehr, sehr viele positive Erfahrungen gemacht habe. Und das ist weiterhin für mich ganz wundervoll.
Aber alleine schon wegen der Umwelt möchte ich nicht so viel reisen. Ich nutze immer die Besuche bei meinem Vater, der immerhin schon 83 ist und ich weiß nicht, wie lange er noch auf der Erde sein möchte. Wenn ich also alle 2, 3 Monate mal in Deutschland besuche, das nutze ich immer, um dann in Deutschland, meistens in Mönchengladbach, Seminare zu geben. Ich gucke nochmal, ob ich in der Nähe von Leverkusen nochmal einen Menschen finde, der sagt, ich habe großen Freundeskreis oder großen Kundenkreis und da kommst du gerne mal hin und dann machen wir da einen schönen Abend zusammen. Also wer da Lust so hat, kann sich sehr gerne bei mir per E-Mail mal melden. Da findet ihr auf meiner Webseite die E-Mail-Adresse. Ja, und ich werde auch wieder in Österreich sein, dadurch, dass ich im letzten August der Kontakt zu Anaibia ergeben hat, dass ich, nachdem ich mit ihr mal ein Interview für ihren Kanal gemacht habe, dann sie endlich auch persönlich kennenlernen durfte und mit ihr im Waldviertel von Österreich, im Norden von Österreich, ein heilsames Malseminar einen ganzen Tag lang machen durfte. Sie hat das mit Mantren und ihrem Harmonium untermalt. Es war wunder, wunder, wunderschön. Wir haben gemalt, gesungen, getanzt. Und das machen wir im August, quasi ein Jahr später, wieder. Und da wird es dann wahrscheinlich auch einen Engelabend geben. Ich freue mich riesig darauf, werde dann auch das Waldviertel wieder mit ihr bereisen und schöne Kraftplätze finden. Also Deutschland im Juni und Österreich im August. Wer dann vielleicht noch in der Nähe des Waldviertels ebenfalls einen Freundeskreis, einen Klientenkreis hat, für den ich dann Seminare geben könnte und vielleicht einen Vortrag oder ein Abendseminar, vielleicht sogar ein Tagesseminar, kann sich auch sehr gerne bei mir melden. Also ich habe da kein eigenes Auto, aber ich würde dann mit Anaibia, wenn es ihre Zeit erlaubt, dann kommen oder ihr holt mich ab und dann machen wir das sehr gerne. Also bei Abend- und Abendseminaren und Vorträgen dann ab 10 Personen, ja eigentlich ab 15 Personen bin ich sehr, sehr gerne dann dabei. Ja, das zu meinen Events. Im Moment habe ich noch nicht mehr geplant, aber ich werde bestimmt wieder dann im Herbst auch bei meinem Vater sein und halte euch natürlich auf dem Laufenden. Und dann möchte ich noch sagen, ich verlinke mal unten den Link zu meinem Newsletter, weil mich ständig immer die Leute fragen, ja, wo bist du denn, wo bist du denn? Ihr könnt jederzeit auf meiner Webseite nachschauen. Sobald etwas wirklich in trockenen Tüchern ist und ein Termin feststeht, schreibe ich das sofort auf meine Webseite unter Events. Könnt ihr sehr, sehr gerne nachschauen. Und wer jetzt nicht ständig auf meine Webseite gucken möchte, der kann sich den Newsletter bestellen. Den gibt es alle 2 Wochen. Más o menos, sagt man hier, also mehr oder weniger. Da kommen dann natürlich auch immer meine ganzen neuen Monatsangebote, also was ich dann gerade so kreiere. Zum Beispiel war ein Monatsangebot zum Sonderpreis die persönlichen Drachenbilder und auch die persönlichen Pullover zu Sonderpreisen. Dann erzähle ich in den Newslettern natürlich, was gerade so in meinem persönlichen Leben passiert. Und da kommen dann auch immer die neuesten Videos rein. Wer jetzt keine Lust hat, ständig bei YouTube reinzuschauen, was hat die Sonja denn da wieder gemacht? Da kommen dann auch die neuen Videos rein. Und alles mögliche andere, was so gerade in meinem Leben los ist. Das ist bei mir immer schon bunt und viel. Einige haben geschrieben, ja, du schreibst immer so viel. Ja, es passiert auch viel in meinem Leben und das möchte ich halt auch gerne mitteilen. Dafür ist so ein Newsletter nach meinem Gefühl auch da. Andere machen es anders, ich mache es, wie ich mache. Das finde ich auch angemessen. Warum sollte ich irgendwas machen? Weil andere sagen, sie möchten es gerne anders und es passt überhaupt nicht zu mir. Da bin ich doch mittlerweile sehr klar, was mir gut tut und was nicht. Und ich habe mich in meinem Leben entschieden, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mache die Dinge, die mir gut tun, die mich nähren, die mir Freude machen. Dafür bin ich auf der Erde. Ich bin nicht hier, um die Erwartungen anderer zu erfüllen, oder? Ich bin hier, um Freude zu haben und am allerliebsten mit dir zusammen. So, ihr seht es. Es gibt neuen Schmuck. Es gibt, also die Perlen sind immer gleich, ich nenne sie ja Lichtperlen. Das sind diese wunderschönen, leuchtenden Acrylperlen. Die Kettenlänge gibt es nicht. Das ist ein Sonja-Spezial-Anfertigungsexemplar für meine Videos. Das ist schon, die Kette ist schon über ein Jahr alt, denn die Firma Ella in Love, wo man diese Perlen bekommen kann, die ich als Geschäftspartnerin begleite,
gibt es jetzt schon über ein Jahr. Ich bin mega stolz. Ganz, ganz, ganz viele Menschen haben schon diese Lichtperlen und es gibt sie mittlerweile fast überall in Deutschland in wunderschönen, meistens Modegeschäften. Es gibt sie jetzt in Holland, es gibt sie auch in Österreich, es gibt sie in der Schweiz. Sie verbreiten sich gerade wirklich über Europa und das ist so schön. Also meine Geschäftspartnerin Antje ist wirklich eine Kanone, was eben die Verbreitung unserer Idee betrifft. Und die Idee ist, die Welt bunt zu machen. Es gibt neue Farben. Ich habe Antje jetzt hier auf Mallorca getroffen. Sie ist ab und zu mal da und bedient dann die ganzen Geschäfte auf der Insel. Also auch hier gibt es diesen Schmuck. Jetzt gibt es eben, ich bin ganz begeistert, auch Ohrringe, was ich toll finde. Und es gibt viele neue Charms. Also die Charms, das ist ja mein Werk. Die Perlen, die werden in drei verschiedenen Größen gemacht, als Armbänder, als Ketten und auch als Handyketten. Das sind so ganz lange Ketten. Viele meiner Freundinnen tragen sie auch schon in ihren Videos. Und dann gibt es eben immer mal wieder neue Charms von meinen Sterntoren, von meinen Herzbildern, von meinen Mandalas. Also da könnt ihr auch gerne immer mal wieder reinschauen. Den Link findet ihr auch unten. Und auch da gibt es in meinem Newsletter immer mal wieder Aktionspreise, die ich dann mit Antje austüftle. Also könnt ihr sehr, sehr gerne immer nachschauen. So, und jetzt kommen wir zur Feier. Also 60.000 Abonnenten bei YouTube, über 8.000 Abonnenten mittlerweile bei Telegram. Ich habe so viele Abonnenten bei Facebook. Nur der Instagram-Kanal, der schwächelt. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich, weil ich jetzt schon gehackt wurde vor 2 Jahren und die Leute immer noch nicht verstanden haben, dass ich mittlerweile ein neues Profil habe. Das ist eigentlich immer auch unten in den Videobeschreibungen verlinkt. Das alte Profil, sollte man merken, wird nicht mehr bedient. Im neuen Profil gebe ich ganz viele Tagesimpulse und Reels mit Tipps und auch immer mal wieder persönliche Dinge. Aber ja, da gibt es ja auch immer wieder Veränderungen. Die einen mögen dieses Format, die anderen mögen das Format. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingsformat ist an Social Media. Vielleicht gibt es ja auch was, was ich noch neu eröffnen kann. Ich hatte tatsächlich überlegt, mal meine Videos als Podcasts bei Spotify und Co. hochzuladen. Wenn ihr Interesse daran habt und vielleicht ein Spotify-Fan seid, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. So, Verlosung. Also, ich möchte ein Armband verlosen in eurer Lieblingsfarbe von meinen Lichtperlen, von unseren Lichtperlen. Und dann könnt ihr sehr gerne in den Shop schauen, welches Armband euch da gefällt, mit welcher Farbe. Und dann gibt es ja in diesen Sonja ganz Privat-Videos dieses Special. Und zwar, wenn ihr bei der Verlosung mitmachen möchtet, dann schreibt ihr einen Kommentar, der beginnt mit dem berühmten Hashtag, ja, dieser Raute. Daneben das Wort Verlosung. Dann weiß ich, wenn ich die vielen Kommentare durchsehe, dann werde ich die Verlosung speziell für diese Kommentare machen, ja, unter dem YouTube-Video, nicht bei Facebook und Co., sondern nur unter dem Video, ja. Meistens mache ich das 2-3 Tage, nachdem das Video veröffentlicht wurde und pinne den Kommentar mit den Gewinnern oben als ersten Kommentar an. Ich werde 3 Armbänder verlosen in eurer Lieblingsfarbe und um mitzumachen, eben Hashtag Verlosung, Lieblingsfarbe und was machen wir denn da? Ich habe mir das vorher nicht überlegt. Ich bin einfach zu spontan mit diesen Videos. Ihr könnt mir mal schreiben, ja genau, dann schreibt ihr in diesen Kommentar hinein, welches Thema aus meinem Kanal für euch persönlich das Wichtigste ist. Dann kann ich aus der Verlosung auch noch sowas wie eine Umfrage machen. Denn ich bin immer neugierig, was von den vielen Themen, ich bin ja immer ein Kanal, der ganz viele Themen auch bearbeitet, was für dich dann speziell dein Lieblingsthema ist. Ob das Channeling ist, Monatsvorschau, Gesundheitsvideos mit Anaibia oder was ganz anderes aus dem, was ich zur Verfügung stelle. Also, ich hoffe, das Video hat dir Spaß gemacht, mit mir so ein bisschen in mein Leben einzutauchen, in meine große Freude über alles, was da gerade so passiert. Und ich habe noch viele andere Dinge in petto, über die ich aber noch nicht so viel sagen kann. Ich mache ja eigentlich die Sachen am liebsten erst, wenn
sie tatsächlich fast fertig sind. Ich warte immer noch auf mein neues Sternentor-Kartenset. Die Grafikerin kommt überhaupt nicht in die Pötte. Es ist tragisch. Aber ich kann da nicht viel dran machen. Ich bin halt nicht die Produzentin, sondern ich bin einfach die Ideengeberin und muss mich dann immer auf die Produzenten verlassen. Und wenn die nicht in die Puschen kommen, kann ich mich auf den Kopf stellen. Das bringt nichts. Also darf ich gelassen bleiben. Aber natürlich erzähle ich euch sofort, wenn ich wieder was Schönes Neues habe. In diesem Sinne, ganz viel Liebe zu dir. Schön, dass du ein Teil meines Lebens bist. Schön, dass du mich begleitest auf dem Weg. Danke an alle, die mir immer auch für meine ehrenamtlichen Videos und Tagesimpulse überall auch mal eine Spende schicken. Es gibt ja mittlerweile auch die Super Thanks unter dem Video, wo man mal eben für, keine Ahnung, 1, 2 Euro, 5 Euro mal so, hey, ich spendiere dir einen Kaffee dafür, dass du ständig Videos machst. Also danke an alle, die das auch anonym machen, denn bei denen kann ich mich halt nicht per E-Mail bedanken, was ich sehr gerne mache. Also tausend Dank an alle, die dabei sind und die mein Leben dadurch auch bereichern. Ganz viel Liebe zu euch und bis zum nächsten Video. Eure Sonja Ariel. Ciao.